Ich grüße euch bei Phalanx Streams. Ich bin der Tulsa und wir spielen wieder eine Runde Monster Hunter Wilds Beta. Ich habe mir mal die Doshaguma Set angezogen, weil das ein bisschen mehr Angriff. Hier sind ja unten Set Bonus Doshagumas macht. Dadurch kriegt man mehr Angriffskraft, wenn man etwas Spezielles macht. Genau, man das hier sieht. Hier, vorüber in 10 Angriff, nach erfolgreichen Machtkampf oder Gegenstoßangriff. Ah, okay, das wird dann nur dann getriggert, ja? Okay. Das ist interessant. Ich dachte, das wird irgendwie beim Hauen passieren. Inspirieren. Angriff und Verteidigung. Okay, wenn man stirbt, ist das nicht so. Interessant. Aber wir probieren es einfach mal. Als Waffe würde ich das Langschwert und die Doppelklingen mal testen. Das Langschwert mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Habe ich damals auch mal eine Zeit mal gespielt. Ja, die Doppelschwerte auch, aber ich finde die ein bisschen, ja, doof gesagt, zu simpel. Nicht, dass sie simpel zu spielen sind, sondern von den Angriffsmuster her sind die ein bisschen simpel. Aber ja, das ist ja jedem selbst überlassen. So, dann suchen wir mal einen raus. Und den Balahara mal. Diese Vorräte helfen uns bei der Quest. Machen wir von ihnen Gebrauch. Ab geht's. Ja, cool. Man kann auch gleiten. Nicht so rum hier. Cool.
Nase kitzeln. Das ist ja schön. Ja, super. Wechselt anscheinend das Gebiet. Bams. Ich reite mit dir. Sei Krieg, komm mal her. Oh je. Gegen den Rau. Da sollte man überlegen, ob man eingreift. Ja, genau deswegen. Oh nein, noch ein Monster! Den zu legen, wenn wir hier nicht so easy. Weg! Oh, das ist okay. Haut auch ab. Es gibt irgendeine Bedingung, damit man den irgendwie auch als Quest haben kann. Aber ich weiß es leider nicht mehr genau. Ob man den töten muss, vielleicht. Heilung auf vier Pfoten. Bitte schön. Ja, das ist seine härteste Attacke auf jeden Fall. Let's go.
meine Waffe. Geschärft werden muss. Verpieselt sich wieder. Das war ja aber ultra Pech. Schießt er genau, wenn ich in die Luft bin. Geht's? Tut dir auch nichts weh? Ich stehe immer gern zur Verfügung. Sehe ich den denn auf der Map überhaupt noch? Ja, da. Ich stehe immer gern zur Verfügung. Wo ist er denn? Lass uns kurz ausruhen. Kann man den irgendwie... Oh, schön. Das Spiel leckt ein bisschen bei mir. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das schon in der Aufnahme war. Ich hoffe nicht so lange. Kann man denn einen Wegpunkt machen? Ich reite mit dir. So, so kommen wir. Was für eine Aussicht! Lebenspulver, Energietrank. Offensive! Aber nicht sehr lange geteilt. Ah.
komm. Okay. Er macht ihm den Blitz schon mal nichts. Seinem eigenen Gebiet hier. Ach, come on. Heilung auf 4 Pfund, bitteschön. Schärfen. Bisschen Ausdauer wieder hochpäppeln. Ich steige mal. Thank you.
diese Krallen. Blitzkapsel werfen. Das sieht in Null natürlich, weil er natürlich ein Blitzmonster ist. Ist er abgehauen, oder was? Ah! Ich reite mit dir! So eine Shit! Ich hatte den fast gefühlt. Schade. Ja, am nächsten Mal probieren. So, muss gucken, wo mein eigentliches Ziel war. Der hat sich bestimmt wieder gut regeneriert. Lebt er noch? Ab der Schwanz. Es humpelt. Es ist am Boden. Volle Power. Thank you.
stellen. Nochmal schon stellen. Cool, cool. Ich will mal gerne was probieren. Wo habe ich das da? Gili-Mantel? Okay, die Feinheiten vom Langschwert habe ich zwar noch nicht drin, aber macht schon Bock. Also das erinnert mich an World. Und hier sieht man, es gibt nur noch abgetrennte Sachen. Die kann man da auch nochmal extra da looten. Wenn man dann später die ganzen Sachen craftet. Freut man sich über sowas. Über einen Schwanz. Ja, Langschwert ist echt cool. Also ich glaube, ich habe das Langschwert benutzt, um schnelle Hand zu machen später. Besonders Solo. Gab es da irgendwie eine Möglichkeit? Schneller. Ah, hier unten. Ah. Und unten kann man nämlich. Okay. Bedrohungsstufe. Symbole filtern und natürlich die Schnellreise. Und da sieht man. Da ist das Basislager, das ist das Dorf des Pfeifenden Windes von dieser Quest am Anfang, also Quest. Da werden wir uns wahrscheinlich noch questmäßig hinbegeben im richtigen Spiel. Und das hier sind Hütten, die wir selbst aufgebaut haben, beziehungsweise nicht jetzt, aber das sind kleine Lager, die man für Punkte, so Forschungspunkte aufbauen kann. Und die bleiben dann auch bestehen und helfen uns dann die Map immer ein paar Stellen zu haben, wo man sich auffrischen kann, ohne direkt wieder ins Basislager gehen zu müssen. Ja, unser Ziel haben wir zwar besiegt, aber leider nicht den Reidao. Den will ich auf jeden Fall noch weiter probieren, den möchte ich nämlich schon gern legen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Hier bei Phalanx Streams und ich bin der Tulsa. Und lasst uns gern einen Kommentar oder ein Abo da, wenn ihr Lust habt. Oder joint unser Discord. Ab Februar werden definitiv auch von mir mehr Videos kommen da zu Monster Hunter Wilds. Und vielleicht auch mal Streams. Könnte man vielleicht auch mal zusammenspielen. Das wär's doch. In diesem Sinne sage ich dann bis dahin und bis zum nächsten Video. Ciao.